Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. In meinem kleinen Raumstationchen. Und wir wollten nach Glühbirnen gucken. Damit wir den Scanner quasi errichten können. Ich würde aber in der Folge tatsächlich mal versuchen, ob wir das schaffen, da hinten zur Normandie zu kommen. Oder ob uns die Gefahr, also quasi die Strahlung, dann oder ob uns die Strahlung dann quasi erwischt. Und wir können jetzt sehen, ja, okay. Tatsächlich, die Düse, die wir in der letzten Folge eingebaut haben, man sieht, wir haben zwei Balken und die hält viel länger jetzt. Also man ist nicht schneller damit, sondern man hat einfach nur Möglichkeit, länger zu düsen. Dann würde ich jetzt einfach mal... Now we can see why there's so much cooling gel near the shuttle. This is a tank with cooling gel from the outdated nuclear reactor cooling system. There's no data about such systems being on the liner unnamed. Mhm. Dann würde ich an dieser Station hier... würde ich einmal... Sauerstoff tanken. Was? Achtung, Gefahr. Einfach, weil wir es können. Denn wir haben ja noch ein bisschen eine Reise vor uns, wenn wir da hin wollen, zur Normandie. Also würde ich jetzt behaupten, dass das da ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Warte mal, wo war die Station hier? Kann auch sein, dass es nicht die Normandie ist, dass es irgendwas anderes ist. Weil eigentlich die Aufgaben sind ja mal mit dieser Iron Fist. Also mit dieser Faust da oben eigentlich ausgestattet. Und ja. Schauen wir mal. Ich würde trotzdem einmal, wie gesagt, riskieren und probieren. Denn... probieren geht über studieren, man weiß es doch. Ich halte die ganze Zeit die Shift-Taste gedrückt, damit wir ein bisschen schneller düsen. Als Treibstoff brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Oder halt Sauerstoff, denn wir haben ein paar Kerzen mit. Meine Frage ist halt, was sagt unten rechts die Anzeige? Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ich glaube ja nicht, ne? Das sieht nicht so aus, als könnten wir da... Nee. Es war klar. Okay, also dürfen wir da noch nicht hin. Also müssen wir erst die Sachen hier erledigen. Das heißt also, wir müssen Glühbirnen sammeln, damit wir ein paar Scanner herstellen. Oder wir finden Scanner. Da müssen wir mal schauen. Gut, ist ja nicht schlimm. Ist hier noch irgendwas? Einfach mal so gucken. Vielleicht finden wir ja hier ein bisschen was. So. Hallo, ist hier irgendwas? Da wären wir auch schon. Ich werde es markieren. Ja, markier es mal. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo. Assemble a table consisting of 10 parts according to the blueprint. Someone has taken away your title of Master Engineer. Mhm. Schön. Den könnten wir scannen, wenn wir einen Scanner hätten. Achso, kann ich mal eben trinken, ne, wenn wir schon dabei sind. Ich frage mich, wie der es im geschlossenen Anzug macht, aber okay, ich will es gar nicht wissen. Was, das, Alter, diese Gesichter manchmal, das ist halt schon ein Traum. Na dann. Ich glaube, einen Tisch konnten wir da scannen. Ist auch, glaube ich, nur Deko oder so. Huch, wow. I am lost im All, I am lost im All. So. Gut. Wo kriegen wir Glühbirnen her? Damit wir da hinten diese Antriebe scannen können bei der Mayonnaise. Mayonnaise, Mayonnaise. Ha ha.
Dauerschaft nicht unbegrenzt. Oh, Entschuldigung. Dann nehmen wir doch gleich mal eine Kerze. Schmeißen wir uns die mal ein. Oh, da ist auch noch was. Guck mal, da haben wir ein... A spaceship got stuck in this blob of cooling gel. I think we found the perfect specimen to launch into the core. I was hoping to see a standard pleasure shuttle, but this is an old design cargo ship. You can still occasionally find such ships on distant planets. They work on biofuel and there is no way they were on the liner. Robotics wasn't so popular. Fahrzeug kann nicht verwendet werden. Was? Was? External control system. Only old ships have these. I can hack it in a split second. The engines look intact. This technology is outdated, so it's highly improbable that this debris belongs to the liner. Ich möchte aber hier auch nicht erfrieren. Something is stuck in a cooling gel, or someone. In any case, it's impossible to break it. Lol. Moment, können wir hier rein? I wouldn't touch it without having a degree in engineering. If I were you, I wouldn't touch anything. Even ja, myself. Aber wir. Was? Was war das denn? Oh nein, ich sehe nichts. Hilfe! Ich sehe nichts. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir werden sterben. Das Problem ist, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Ja, ich sehe nichts, ne? Ich glaube, ich fahre aber richtig... Oh, Gott sei Dank. Puh, mein Glück. Alter Schwede. Puh. So gerade eben nochmal gut gegangen. Alter Verwalter. Mein Gott, was wir da oben alles stehen haben jetzt. Kann man mir vorstellen, dass wir bei uns da an der alten Station da oben, dass wir da vielleicht ein bisschen was finden an Libyen und so. Ich würde einmal Sauerstoff auftanken, einmal kostenlos, weil wir ja gerade sowieso hier sind. Können wir das auch eben einmal machen. Und ja, schauen wir mal. So. La 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 la. Können wir? Nee. So, was haben wir ja eigentlich alles, ne? Ja, im Prinzip brauchen wir nur die Glühbirnen. Es ist aber auch so ein mega Durcheinander auch ein bisschen beim Spielen, muss ich einfach mal sagen. Weil du halt nicht richtig so wie beim Survival-Game erstmal Ressourcen sammelst und dann erstmal so peu à peu diese Lagersystem machst und baust und tralala, aber bauen sind wir ja auch noch nicht irgendwie. Ich meine, ich könnte bestimmt bauen mit diesem Abroller, aber ich weiß nicht genau, ob wir das jetzt einfach machen können, ob wir einfach hier im Weltraum bauen können. Das müssen wir mal einfach mal probieren. Vielleicht in der nächsten Folge oder so. Dass wir da einfach, einfach mal die Ressourcen sammeln, farmen und dann mal gucken, ob wir uns irgendwie einfach mal so eine Station bauen können. Und zum Beispiel da oben rechts das Gelange, das Militärmodul... Biomodul und so alles, das ist, glaube ich, alles für... Ich würde behaupten, alles für das Bauen dann später. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, ja, Gefriergefahr. I know, I know, I know. So, hier ein paar Glühbirnen oder so vielleicht irgendwo... Da sehe ich eine Lampe. Ah, Glühbirne, schön. Da ist auch eine Glühbirne. Nee, die haben wir schon, oder? Die haben wir, glaube ich, schon. Die haben, glaube ich, beim ersten Mal damals schon... Okay. Beim ersten Mal schon gesammelt.
Ach, hier unsere alte Station. Was haben wir denn hier eigentlich noch für Ressourcen drin? Haben wir ein bisschen Platz im Inventar? Ja, wir können ein bisschen was mitnehmen, ne? Hallo? So. Guten Tag! Na? Wie geht's dir, Frank? Oh, guck mal hier, Metall. Ohne Ende. Aber mir fällt gerade auf, ausruhen können wir uns gar nicht, ne, in der neuen Station. Wir haben gar kein Bett. Kondom haben wir hier. Kondom brauchen wir auch. Salz, ja, Blei. Plastik. Stoff, ja. Das haben wir fast alles mit. Okay, die zwei Flaschen passen nicht mehr. Hier haben wir noch Essenssachen. Ich weiß gar nicht, ob wir alles unterkriegen in der neuen Station. Das weiß ich gar nicht. Ach, die Toilette wird mir fehlen. Die Toilette wird mir einfach fehlen. Ah, die Toilette wird mir fehlen. Oh, ich muss jetzt mal nach so einem anstrengenden Tag oder beziehungsweise nach den ganzen... Nach den ganzen Folgen jetzt hier nicht einmal pillern gewesen. Ah, so. Na toll. Egal. Ich muss ja auch trinken, ne? Fällt mir gerade ein, wenn wir pinkeln sind. So. Ja gut. Dann lass mal weitergehen. Eine Glühbirne haben wir jetzt gefunden. Wow, nur nicht so viel. Wo ist unsere... hallo? Da. Da ist unser Moped. So. Ah ja, und gegen Kälte haben wir auch immer noch nichts, ne? Für den Anzug. Haben wir da noch was finden? Bin mal gespannt. Hier war, glaube ich, die Schule, ne? Hier unten. Können wir mal gucken, ob wir hier ein paar Glühbirnen finden. Glühbirnchen. Ist da vielleicht an der Wand was? Ist da so leuchtet? Nö, ist nix. Hier drin? Achso, war nur Lager, ne? Stimmt, ein weiterer Container. Aber hier sieht's auch nicht so lampenhaft aus. Vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir mal irgendwie ein paar Container öffnen. Weil dort finden sich ja auch immer wieder ein paar Ressourcen oder so. Was ist das denn für ein Hut da hinten? Wo kommt der denn her? Hier sind auf einmal so viele Symbole hier. Waren wir da schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Was wohl damit auf sich hat? Mit dem Cowboy-Hut. Einen Scanner können wir, glaube ich, jetzt herstellen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja. Gucken wir mal. Warte mal, geht das? Ich wollte mal gucken, den Einstellungen noch einmal. Den Sound. So. Ein bisschen lauter man so übernehmen. Ja, schon besser. So. Das ist schon ein wenig besser. Ich würde tatsächlich mal zu dem, obwohl der ist 3 Kilometer weg. Können wir mal ausprobieren. Ich würde jetzt erstmal alles einlagern, was wir haben. Obwohl wir haben, so viel Platz haben wir gar nicht, wenn ich... Oh nein, wir haben alles voll, ne? Unser ganzes Lager ist voll, fällt mir gerade ein. Oh nein, wir hätten einfach die Sachen da lassen sollen. Ja, wir haben... nicht mehr so viel Platz.
Na toll. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das so machen, dass wir einfach hier... einfach die Sachen rausschmeißen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So, was brauchen wir denn für... was brauchen wir denn eigentlich für, einen Scanner jetzt? Plastik brauchen wir noch. Okay, wo ist Plastik? Da ist Plastik. So, dann stellen wir mal eben den Scanner her. Den ziehen wir direkt mal auf für 2. Gut. Achso, warte mal. Was essen, was trinken, ne? Können wir mal eben machen. Benutzen, 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 benutzen. Okay. Let's go. Wir sind wieder voll ausgerüstet, voll aufgetankt und ich würde sagen, wir düsen mal zum... ja, ich würde sagen zum, Cowboy-Hut, was auch immer da sein mag. Let's go. Mal gucken, was uns da erwartet. Ob wir da hinkommen oder nicht, das wird sich jetzt zeigen. Aber der war doch vorhin nicht da, oder? Oder zumindest auch nicht in der letzten Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Gefühlt 20 Milliarden Aufgaben. Aber nicht eine davon kriegen wir hin. Weil wir noch nicht genau wissen, wie oder was. Naja, schauen wir mal. Wird schon klappen. So, da unten ist ein Geschütz. Ich würde aber einmal hier oben bleiben. Ich könnte auch unten durchfliegen, ja. Aber ich bleibe erstmal hier. Da ist noch ein Fragezeichen. Waren wir da noch gar nicht gewesen? Aber wir sind doch eigentlich hier durchgeflogen, oder? Hier mussten wir was reparieren. Was war denn hier Phase? Was war denn hier Phase? Lautsprecher scannen? Ja. Ach so, ach. Der mit seiner Gitarre da. Da kriegt er doch wahrscheinlich nur... huch, uah. Da kriegt er wahrscheinlich nur die Blaupausen davon. Könnte sein, dass wir da hinkommen. Ich denke aber... ja doch, ich denke schon. Haben wir nicht hier noch irgendwo Sauerstoff gehabt? Ich dachte, mir war so, als hätten wir hier irgendwo... eine Sauerstoffstation, aber ist nicht so. Egal, schnappe ich mir gleich einfach eine Sauerstoffkerze, ist nicht so schlimm. Ach, diese beruhigende Musik immer. So, da gucken wir mal. Wer da wohl auf uns wartet? Ich glaube nicht, dass es John Wayne ist. Okay. Dann steigen wir mal ab hier von unserem Töff-Töff. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Was zur Hölle ist... nein, wie geil. Unendlich handlicher Schaber, neue Blaupause. Oh, unendlich. Infinity Warrior. Nein. Ist das eine Hommage an... ach, wie heißt er denn? Ach, na. Ich komme nicht drauf. Chuck Norris? Ist das echt eine Hommage an Chuck Norris? Lol. Wie gut einfach. Der große und schreckliche, der Typ ist so hart, dass nicht er im Weltraum fliegt, sondern der Weltraum fliegt mit ihm.
Schön. Es ist nur Marsch an Chuck Norris, wie gut. Chuck Norris redet nicht. So. Okay, Sauerstoffkerzen. Den unendlichen Schaber. Wie geil ist das denn? Das heißt, wir haben eine unendliche... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das nimmt ja unendliche Ausmaß hier. Wenn man es so sagen darf. Das können wir zerstören hier, ne? Ohne Glühbirne. Juhu. Nice. Das heißt, wir können in der nächsten Folge dann auch wieder ein bisschen mehr Scanner bauen. Oder zumindest einen erweitern. Aber der unendliche Schaber, der reizt mich jetzt erstmal herauszufinden, was es ist. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Unendlicher Schaber, was wir dafür wohl brauchen werden. Wahrscheinlich eine unendliche Ressource. Naja, war jetzt nicht so toll. Gut. Ja, lass uns einfach mal überraschen. Würde ich sagen. Oder was meint ihr? Also ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Schaber an. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, solche Sachen hier würde ich jetzt vielleicht erstmal außen vor lassen. Vielleicht erstmal die wichtigen Dinge machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das untere richtig übersetzt ist oder beziehungsweise ob das so gewollt ist. Weil dem Spiel traue ich alles zu. Ne? Ihr wisst es ja. Boah, wenn wir jetzt einen unendlichen Schaber haben, alter Schwede, das heißt, wir können draufhauen auf alle Dinge und... Boah, das wäre so ein Traum, ob es dann auch einen unendlichen Dings gibt, unendlichen Scanner und so. Das wäre ja... Also, es wird immer besser. Es wird immer besser für uns. Es wird immer interessanter. Die Brief-Edge-Götter meinen es gut mit uns. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, welche Folge hier wir aktuell sind. Ob wir schon die 20 schon erreicht haben oder so. Lass uns einfach mal überraschen. Aber ich freue mich natürlich auch über jede weitere Folge, natürlich. Denn es macht unglaublich viel Spaß, das Spiel. Vor euch natürlich auch beim Zusehen. So, dann gucken wir doch mal. Dramatische Musik. Wie viel wird dieser unendliche Schaber kosten? Unendlicher Schaber. Was? Unendlich handlicher Schaber? Haltbarkeit 999. Null. Der unendlich handliche Schaber ist der einzige handliche Schaber der Welt, der andere handliche Schaber kaputt machen kann. Firma Plastik. Lykoplasma? Wo kriegen wir denn Lykoplasma her? Was ist denn bitte Lykoplasma? Lykoplasma haben wir definitiv nicht. Das weiß ich jetzt schon. Okay, lass mal gucken. Also, wir brauchen viermal Kabel, viermal Titan und viermal Plastik. Eins. Zwei. Drei, vier. Viermal Kabel brauchen wir, ne? Drei, drei, vier. Viermal Titan. Vier. Und jetzt brauchen wir dieses wie ist das jetzt? Lykoplasma. Dann lass doch mal gucken, wo wir Lykoplasma herkriegen. Kann nicht gefunden werden. Ja, ja, Ressourcen. Haben wir hier Lykoplasma. Ach du Heiliger.
gefunden von aufgeschnittenen Asteroiden via Greifer. Es wäre wahrscheinlich unmöglich, das Flussplasma von der Metalloberfläche abzukratzen. Wenn jedoch ein Asteroid geschützt den großen Asteroiden sprengt, kann die Flussplasma in Form einer ordentlichen Kugel ziemlich lang in das Loch des Asteroiden bleiben. Es dauert viel Zeit, bis sich die flüssige Plasma abgekühlt hat. Und noch mehr im Weltraum, sodass es zur weiteren Verwendung in einem Glas geben kann. Etwas entspannende Physik für dich. Das heißt also, wir brauchen einen Greifer dafür, ne? Haben wir denn noch einen Greifer? Haben wir nicht mehr. Oberst Krückenkratzer. Ja, wir brauchen aber einen Greifer. Kein Kratzer. Veredeltes Metall und Aluminium. Veredeltes Metall. Aluminium und veredeltes Metall. Haben wir. Greifer. Stellen wir schon mal her. Was müsste ja eigentlich dann theoretischerweise... Achso, warte mal. Brauchen wir noch eine Batterie? Da können wir noch einen Scanner herstellen. Komm, wir machen noch einen Scanner eben. Batterie ist drüben. Jo. Das müsste ja eigentlich in dem offenen Bereich sein von dem Asteroiden quasi, kann man sagen. Leg den Scanner mal hier hin. So. Opas Rückenkratzer kann auch gehen. So, da haben wir noch einen Scanner da liegen. Aber ich sehe schon, die Folge neigt sich auch schon so langsam dem Ende zu. Wir müssen in diesem roten Bereich, da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dort dieses Plasma kriegen. Das ist eine Aufgabe für die nächste Folge, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und dann schaltet ihr wieder das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Brief Edge. Und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.